Servus, und da sind wir wieder beim Minecraft-Bauprojekt. Ja, ich habe noch keinen Namen für das Bauprojekt, aber ich weiß eins, ich muss pennen gehen. Muss pennen gehen. Lass mich pennen, Modbang. Lass mich klappen, Herzlich mir klappen, mir klappen. So, mit Öl. Ja. Lassen wir das mal kurz auf uns wirken. Ich muss mich mal überlegen, wie wir das jetzt hier drinnen machen. Achso, ich wollte ja oben weitermachen. So, irgendwelche fortfahren. So, hier sollte das nämlich drauf. So. Haben wir wieder perfekt. Perfekte Munde. Den Abstand getroffen. So, pass auf. Ja, machen wir dasselbe. Müsste man sich aber Gedanken machen, wie wir die Ecken ausbauen. Oder es nur so machen wie das hier. Das sieht eigentlich gar nicht mehr so schlecht aus, ne? Ich denke, das könnte man so machen. Geh mal weg, du Pratze. So. So. Die zwei rein. Und den Block da drin drauf. Sieht gar nicht mehr so hässlich aus. Lasse ich mich von zu überzeugen. Zacki. So. So. Dann das andersrum, ne? Warte mal. Ich lass mich mal davon begeistern, kurz. Das würde natürlich auch gehen, ne? Wie sieht das aus? Ach, deshalb habe ich das schon hier gemacht, ne? Ich habe das überall sogar schon gemacht. Ach so, ich hatte gedacht, das wäre andersrum gewesen. Ach, das war gar nicht andersrum. Ah, das war noch gar nicht andersrum. Naja, so sieht's gut aus. Man könnte es mal andersrum probieren, aber ich denke, das. Ich denke, das sieht nicht so sexy aus. So. So. Müssen da oben erstmal was dran bauen. So, pass auf. Zaggi, 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 zaggi. So. Weil das ist ja jetzt dort oben offen, deswegen sieht das so komisch aus. Nee, das gefällt mir gar nicht. So, pass auf.
So. Das wollte ich nicht. Müssen wir überlegen, warte mal, das gucke ich am besten von vorne, weil von vorne ist ja die Frage aller Fragen, wie das aussehen soll. Haben jetzt hier 3, ne? NC3, 4, 5, 6, 7, 8. Machen wir mal 8. Geronimo! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Könnte schon beinahe. Oh, nö, ist nie zu hoch. Sogar noch zu niedrig. Denn wir werden Holz brauchen. Ich hatte zwar mal einen Haufen Birkenholz, aber. Das ist ja leider abhanden gekommen, weil ich Idiot das alles verbraten habe, nicht? Jetzt gucken wir mal, haben wir noch ein bisschen was? Können wir mal mitnehmen. Weil das müssen wir anhand der Dächer gucken. Wir werden noch einiges an Birkenholz brauchen. Was ist das? Könnte ich sogar schon ein bisschen zu niedrig sein. Die Frage ist. So müsste es dann sein. Das sind es noch zwei Blöcke höher, ne? Also quasi so. Das kann eine Weile dauern, weil ich muss das so machen. Obwohl, ich könnte eigentlich die Schwarzeicher da hinten weghämmern. Hätte schon alles längst machen wollen. Man könnte sich ja erstmal was zu vergnusen gönnen. Nee, das wird so nichts. Das wird so nichts, das muss wieder weg. Das sieht scheiße aus, die Front. Das muss wieder eins zurückgesetzt werden, möchte. Kirschholz haben wir ja noch ein bisschen.
Kirschholz haben wir ja noch einiges. Denke ich mal zumindest. Lassen wir das oben drinne, weil ich muss ja jetzt erstmal schlafen gehen. Wohl eigentlich sinnlos. Ein paar Schwarzeiche-Setzlinge haben wir ja noch drinne. Drüben. Wir brauchen ja bloß zwei, da haben wir zumindest schon wieder einen Baum. Da haben wir schon, nämlich schon einen. Und den anderen, den können wir uns noch später holen. Nach dem Schlafen. Und da haben wir nämlich dann für die Innenseite das Holz. Weil ich will die Schwarzeiche innen reinmachen. Dass du von innen eine andere Decke hast als das Dach. Quasi. So. Funktioniert aber übel, so lange wie du einen Schwarzeichensetzling noch findest. Und da haben wir nämlich schon einen. Sehr schön. Drei haben wir. Alter. Da sind wir auf jeden Fall auf einem guten Weg. So. Brauchen noch zwei Setzlingshausen. Das kann fort. Können wir später gucken. Weil jetzt müssen wir erstmal den machen. So. Verzeihung. Will Schnuffi. Brauche nämlich verdammt viel von dem Bums. Erinnern liegt schon mal wieder, oder? Das ist sehr gut. Komm schon, einen brauchen wir noch. Einen brauchen wir noch. Komm, bitte. Bloß einen. Was ist der hier? Guck mal. Guck mal, die Fehlstellen mal ausbessern hier. Sehr traurig. Oh, das kleine hochgeschossen, ey. Nur wenn das so ist. Nur wenn das so ist. Gehen wir erstmal das Dach zusammenzimmern. Oh, mir krabbelt's Ohr. Da war's weg. Doch, das lassen wir hier. Dann brauchen wir aber nochmal die Axt und das muss auch natürlich weg hier. Gut, dass wir es bloß auf einer Seite gemacht haben. Und es uns dann aufgefallen ist.
Kann man hier alles fetten? Nein. So. Und hier klöppeln wir den Bums weg. Liegen ja oder welche unten, ich weiß es nicht. Nicht ja oder runter. So. Ich weiß, ich habe immer noch nicht die bemoosten Steine verwendet, aber die will ich dann verwenden, wenn wir quasi das Pferd machen. Das Pferd haben hier, weißt du, wie ich meine? So. Zaggi, zaggi, zaggi. Sollten vielleicht auch Ausleuchten drin, sonst spundert ein Haufen Viehzeug. Das wäre nicht so gut. Oh, hey. So, zack, zack. So, Birkenholz brauchen wir auf jeden Fall. Bei Schwarzeiche bin ich mir gar nicht mal so sicher, ob wir da noch was brauchen an Dachteilen. Wohl doch, werden wir auch brauchen. Hier ist sowieso Ende im Gelände, da sind wir hier dort vorne am Turm dran. Das heißt, können wir es mit den Dachteilen hier drüben weitermachen. Das wiederum heißt, hier können wir auch Pferd sparen. So. Dann kommt hier die erste Reihe Dings hin und dann müssen wir hier eigentlich, wie machen wir das jetzt am besten, den nochmal, ja. Läuft bei dir. Zack, 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 zack. Ach ja. So, warte mal. Ich wollte mal schnell dorthin rennen. Vielleicht ist hier Licht noch einer da. So schnell despawnen, der mumpelt ja auch, ne? Ich glaube 5 Minuten braucht es im despawnen. Vielleicht liegt da noch einer. Liegt keiner mehr. Gut, dann zeichnen wir mal den Baum noch. Das ist schön großer. So.
Söhle, 40 Holz haben wir gekriegt. So viel werden wir gar nicht mehr brauchen. Denke ich mal. Wir haben noch 40 Stiefchen. Wie machen wir das jetzt am besten? Den Bums können wir erstmal hier reinlegen, weil das brauchen wir ehrlich gesagt nicht. Ja. Druck auf der Ohren gerade gekriegt. Machen wir das so hier. Behalten wir das erstmal so. Und dann versuchen wir mal zu schlafen. Okay, schlafen. Das können wir ja dann alles noch ein bisschen upgraden. Wie Schmein. Das können wir dann alles noch ein bisschen upgraden mit den dunklen Tiefenschieferziegeln und den bemoosten. Aber jetzt will ich erstmal der Trottel. Wir haben auch noch was. Na, du hörst die Zombies aber von unten noch durch. Das ist natürlich ein bisschen blöd, aber hey. Vielleicht hört das auf, wenn du dann hier die nächste Ebene drin hast. So. Dann tun wir mal diese Dro Stufen hier reinsetzen. Da haben wir es zu zumindest von innen schon mal schick. Sehe es von innen schon mal schick. Hier haben wir noch 16, da werden wir noch ein bisschen was brauchen. So. So, mit Öl, das war aber nö. Brauchen wir auf jeden Fall. Oh. Wir machen einfach nochmal 64 oder so. Ach ne, 64 kriegen wir glaube ich gar nicht mehr raus. 64 werden wir nicht mehr herauskriegen. Jetzt müssen wir schnell hier rüber rennen. Um eventuell. Da haben wir 1, 2, 3, 6, 7. Sehr schön. Können wir nämlich hier noch einen hinsetzen. Und da haben wir nämlich hier nochmal 2. Da haben wir nämlich fast schon wieder 3 Bäume. Drei Bäumis, drei Bäumis, drei Bäumis haben wir. So. Weil den Boden möchte ich, werde ich gerne aus, auch so als, aus, vielleicht aus Schwarzeiche und Kirschholz machen. Sehen, wie das aussieht. Weil ich möchte hier in diese graue, dunkle Bude ein bisschen was Helles reinbringen. Da
bietet sich eigentlich Kirsche ein bisschen an, aber da brauchst du halt wieder eine kleine Kontrastfarbe, wie zum Beispiel dieses dunkle, ja, Schwarzeichenholz. So. Machen das Dach halt noch schnell fertig. Hoffe ich zumindest, dass das Holz noch so lange reicht. Und dann, ja, was dann ist, müssen wir dann mal herausfinden. Und wow, genau gereicht. Genau gereicht. Wahnsinn, warte mal, dann ziehen wir hier jetzt wieder die Dinger hoch. Dann kommt dort nämlich die anderen Hölzer rein und dann sieht das eigentlich soweit ganz gut aus. Theoretisch kannst du hier dann das durchziehen. Hallo. Das wäre dann die Stützstruktur. Muss auf jeden Fall noch ein ganzes Stück höher gemacht werden. Das sehe ich von hier aus mit links und rechts Fieber und so Mist. Muss auf jeden Fall noch ein Stück höher. 1, 2, 3, okay, 4. Okay, dort drüben habe ich es höher als dort. Alles klar, dann würde ich sagen, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Und ja. Machen das hier noch schnell höher. Das dann mal zu begutachten. Ich würde sagen, ich mache dann einfach mal ein den Ausbau vom Dach und dem Boden fertig. Da wird er dann vor Resultaten stehen. Ja, also kann man so Schutz sogar noch ein Stück höher machen. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.